Oberstdorf ist nicht ein Club, das ist eine Familie und genau so sind wir hier unterstützt gekommen und das hat es so gebraucht. 1-2 Niederlage im Cup-Final. Wie bitter ist es nach dem Schluss noch? Ja, so wie es nicht gelaufen ist, sehr bitter. 2-1, ich glaube, das ist das blödste Resultat. Wenn wir das erste Goal eher machen, dann, wo wir eigentlich müssen machen in den ersten 20 Minuten, dann läuft das Spiel für uns. Da bin ich überzeugt, wenn wir das noch schießen, das war so häufig bei uns der Fall gewesen. Und das ist dann bitter, umso bitter, dass die CS nur von Oberstdorf offside war. Das ist natürlich ganz bitter, weil wenn man im Final in Rückstand geht, ist immer ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwierig, nein, um ins Spiel zu kommen. Und gegen Oberstdorf, gegen den souveränen Leader von der Saison sowieso. Aber ja, schlussendlich Gratulation an Oberstdorf. Sie haben 2 Goal mehr geschossen, also 1 Goal mehr geschossen als wir. Und gratulieren. Ja, ich habe das Gefühl, wir dürfen stolz sein, haben wir den Finale erreicht. Wir sind schon die ganze Saison relativ knapp an Leute. Wir haben uns natürlich gleich vorgenommen, das Finale zu gewinnen. Und sagen, mit dem zweiten Platz ist die Enttäuschung gleich sehr groß. Was für Emotionen nach dem Cup-Finalsieg hier in Bilance? Kannst du ein bisschen beschreiben, was da abgegangen ist nach dem Schluss? Ja, ist schwierig zu beschreiben. Ich sage es mal so, das ist eigentlich auf genau solche Momente schaffen wir eigentlich aus Fußballer her. Bei uns ist es halt jetzt eher ein bisschen im Amateurbereich, wenn man das zweitligamässig noch so nennen kann. Weil es ist schon dort ein Riesenaufwand, eigentlich, den wir müssen betreiben müssen. Also, das hier ist einfach, das ist unglaublich, das ist einmalig und das werden wir jetzt gebürtig feiern. Du hast 6-0 geschossen in der ersten Halbzeit, nachher bist du da zu den Fans zu feiern. Allgemein, die Stimmung da ist genial, oder? Ist genial gewesen während dem Match? Unbeschreiblich. Also, das ist genau das, was der FC Oberstdorf eigentlich repräsentiert. Das ist all die, die hier Pulli haben mit La Familia. Es ist wirklich, es ist wie eine Familie. Oberstdorf ist nicht ein Club, das ist eine Familie. Und genau so sind wir hier unterstützt gekommen. Das hat es so gebraucht. Es war knapp gewesen. Und es ist einfach genial. Mit solchen Fans im Rücken, mit solchen Helfern, die alles machen für uns, dass wir hier einen perfekten, gelungenen Abend feiern können, ist einfach nur genial. Jetzt ist die Familie Meister geworden letzte Woche, jetzt Cup-Sieger. Was gibt es für ein Familienfest? Ja, auch riesig. Also, eben, es wird eine Freinacht geben, sicher zu Oberstdorf. Es wird alles kaputt gehen zu Oberstdorf. Wir werden feiern, bis es nicht mehr geht. Und, eben, ja, was will man mehr? Es geht nicht mehr. Auf Freiburger Fußball-Webinar ist das Höchste, was man erreichen kann. Die blauen Socken, sie haben wieder ein Glück gebracht. Ja, jetzt das 20. Mal nacheinander. Ja, das ist ja so. Also nicht nur die blauen Socken, sondern so Schuhe, T-Shirt und Hose, die ich ins Feeding anlege. Ja. Letzte Woche Meistertitel, jetzt Cup-Sieger. Wie fühlt man sich so als Trainer von dieser Mannschaft? Es gibt Schlimmeres, muss ich sagen. Ich fühle mich sehr gut. Ja, vor allem habe ich Freude für die Mannschaft, für den Verein, für das ganze Dorf, wo so viel gemacht haben, die hinter mir ist, am Festen sind. Und ich habe es völlig verdient, heute, heute Abend, dass wir noch etwas Sensationelles auf die Liste stellen. Es war ein riesen Fest hier schon während dem Spiel, beim 1-0, der Jubel da bei den Fans, dann am Schluss der Platzsturm. Beschreibt das das Gefühl, das du beim Abpfiff? Ja, ich muss sagen, bis zum Abpfiff ist es eben noch sehr eng gekommen. Sie haben jetzt zu uns geschossen. Entsprechend nervös sind wir gewesen. Der Assistent hat schon die T-Shirt davon für ihn. Ich habe mir die aus der Hand gerissen und gesehen, dass ich die bitte um mich verräumen soll, bis es abpfiffen ist. Dann ist der Abpfiff gekommen und nein, sie alle während der Woche. Also ich kann es nicht beschreiben. Ich bin vom Platz gesäckelt, war von links und rechts Leute gekommen. Also es war Rohkummer und sie brüllen und fähnen. Also quasi mit einem Dummel gewesen, wo ich nur noch gefestet. Jetzt das Riesenfest, ist schon etwas geplant, bis heute noch weitergeht oder lass es einfach noch auf dich zukommen? Also ist sicher etwas geplant, aber bei dieser Planung bin ich nicht dabei gewesen. Das liegt nicht in meinen Händen und nicht in meiner Kompetenz, zum Glück nicht. Ich bin 100% sicher, dass etwas geplant ist. Wir werden dann in den Bus einsteigen, zurückfahren nach Überstorf und dann schauen, was uns dort erwartet.